Herzlich willkommen, liebe 1000 Bass-Fans, hier aus Cartagena in Spanien beim internationalen Pressetest der neuen Triumph Daytona 675 und 675R. Äußerlich mag sich nicht viel getan haben bei der neuen Daytona, aber das Motorrad ist technisch praktisch neu. Der Motor ist völlig neu aufgebaut und entwickelt. Das Fahrwerk wurde neu abgestimmt. Das Chassis teilt sich mit der Street Triple. Wir sind heute bei 20 Grad Außentemperatur ausschließlich mit der R-Variante unterwegs, das heißt volle Ölinsausstattung und Schaltautomat. Der Schaltautomat ist für die normale Variante nachrüstbar. Man muss ihn einfach montieren und das Ganze funktioniert, ist alles im ECU einprogrammiert. Cartagena ist die perfekte Teststrecke für die Daytona. Es gibt aber blinde Ecken, sehr enge Kurven. Man muss, wenn man die Strecke nicht kennt, so wie ich und viele andere hier, viel korrigieren, das Motorrad aufstellen, niederdrücken, und da ist die Daytona, glaube ich, im Handling einfach umgeschlagen in dieser 600er Klasse. Zudem beeindruckt die Daytona natürlich mit dem unvergleichlichen Dreizylinder-Sound, vor allem wenn wie bei uns die offene Aero-Anlage montiert ist, das Ganze brüllt infernalisch. Wir haben uns gerade beim Mittagessen gestärkt. Ich hatte natürlich 3 Schnitzel und 1 Gordon. Jetzt bin ich wieder fit für die Rennstrecke, also entschuldige mich bitte.
Thank you.